In diesem Video möchte ich über das in meinen Augen schrecklichste Accessoire-Pack für The Sims 4 sprechen und was genau es so schlecht macht. Ich kann mich noch genau erinnern, als das 14. Accessoire-Pack für The Sims 4 vorgestellt wurde. Schon direkt nach der Ankündigung waren viele Spieler nicht wirklich von meinem ersten Haustier-Accessoire-Pack angetan, denn einige Dinge waren schon im ersten Trailer merkwürdig. Mit diesem Pack wurde zum allerersten Mal das Prinzip eines DLCs für ein anderes Erweiterungspack eingeführt. Nur mit der Hunde- und Katzen-Erweiterung zusammen konnte man auf alle Inhalte des Packs zugreifen, was nicht unbedingt von allen Spielern positiv aufgenommen wurde. Beim Release wurde der Verdacht laut, dass viele Inhalte aus dem Hunde- und Katzen-Pack gestrichen und dann in dieses Mini-Add-on gepackt wurde, um nochmal zusätzlich 10 € einnehmen zu können. Schon direkt beim Start in den Erstelle einen Sim-Modus entdeckten viele Spieler Oberteile, die einfach nur umgefärbte Versionen von bereits vorhandenen Objekten im Spiel waren. Auch viele Outfits für die Haustiere wurden aus dem Hunde- und Katzen-Pack genommen und nochmal umgestaltet. Alle Objekte waren meiner Meinung nach nicht wirklich schön und könnte man eher als Lückenfüller bezeichnen. Für den Ersteller eines Sim-Modus hat sich sicherlich niemand dieses Pack gekauft. Weitere Ungereimtheiten gab es ebenfalls auch im Baumodus. Hier war die Auswahl schon ein wenig schöner, allerdings gab es auch hier mit den neuen Möbeln ein Problem. Die gelben Plastikstühle und Tische kannte man ebenfalls schon aus einem anderen Pack, Hunde und Katzen. Zwei Packs mit demselben Set an Objekten ist wirklich relativ merkwürdig, auch die Farbalternativen waren hier fast komplett identisch. Vielleicht hat EA hier zu viele Objekte für die große Erweiterung hergestellt, die dann herausgestrichen und noch in dieses Accessoire-Pack gepackt wurden. Das einzige echte Highlight in diesem Pack war der Aquarium-Couchtisch und die neuen Nagetiere. Alle anderen Objekte aus dem Baumodus habe ich sonst so gut wie nie benutzt. Wo man in The Sims 3 mit einfach tierisch noch Hunde, Katzen, Pferde, Vögel, Echsen, Nager und Schlangen erhalten hat, muss man sich in The Sims 4 mit zwei verschiedenen Packs mit Hunde, Katzen und Nagern für 10 € mehr zufrieden geben. Hoffen wir einfach mal, dass sich ein so zusammengeklautes Pack nicht nochmal wiederholen wird. Bisher hat sich EA nicht nochmal an ein Pack für ein anderes DLC wieder herangetraut. Habt ihr euch das 14. Accessoire-Pack geholt und wart ihr auch so enttäuscht wie ich? Schreibt mir das auch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.